Hallo ihr Lieben und willkommen zum nächsten Angezockt oder Check, wie auch immer. Heute spielen wir Jotun. Ich habe ein bisschen bei YouTube geguckt, wie man das überhaupt ausspricht. Die meisten sagen Jotun, es gibt aber auch die Variante Jotun. Und es geht wieder Richtung Valhalla. Ich will aber erstmal gar nicht so viel sagen, sondern wir starten mal ein neues Spiel und gucken mal, ob es ein Intro gibt. Ég man eftir hljóðinu, þegar veiðurinn splundraðist, ílfrinu í vindinum og öldu skellum í andliti mínu. Húð mín fraus úr kulda sem var ólíkur öllu sem ég hafði áður upplifað og skipið okkar sökk. Í vægðarlausu djúpi sjávarins tók hálf gegnsætt net ránar við mér. Ég var dregin dýpra og dýpra. Í átt að gyðju sjávarins. Dauðin vært komin til að sækja mig. Baráttu vilji sálar minnar myndi ekki nægja til að slökkva þorsta ránar í bráð sína. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði var ég ekki höll þangs og beina, heldur í kyrð og þögn. Wir haben es offensichtlich auf eine Insel geschafft. Cool. Das Spiel ist angeblich handgemalt. Also mit Animation natürlich. Lässt sich erstaunlich gut mit dem Controller spielen, muss ich sagen. Aber ich kann mit meiner mächtigen Axt keinerlei Büsche zerstören. Kann ich Bäume zerstören? Auch nicht. Das finde ich immer lustig. Ich weiß, es ist so ein Riesenkriegswerkzeug, aber ich kann keine Büsche häckseln. Gut. Schauen wir mal, wo es unsere Kriegerin hin verschlagen hat. Offensichtlich auf eine Insel, ja. So, ich will ja immer alles kaputt machen, aber ich glaube, wir laufen mal den Weg, den wir sollen. Yggdrasil, tenging hinna nýju heima, gullfallegur. Schön ist es tatsächlich. So, als ob man in einem Bild spielen würde. Das gefällt mir schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also. Oh, das ist am nächsten Berg. Die Kamera wappert so schön selbst mit. Kann ich gar nicht steuern. Und dann mal wieder runter vom Berg in den Wald. Oder in die Höhle, wie man es nimmt. Okay. Ja, ich bin ja immer standardmäßig immer dorthin, wo ich nicht hingehen soll. Das ist so eine schlechte Videospielerangewohnheit, glaube ich. Wenn man immer nach versteckten Sachen sucht. Okay, cool. Ich dachte, es wird geladen und wir kommen irgendwo hin. Der Grabhügel. Hverju orði þarf að finna eina rún. Þegar hún hefur verið fundin, ræður þú hvort þú heldur áfram að kanna svæðið eða snýrð aftur í Ginnungagap. Ich fand das ja so cool mit der Sprache. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also ich glaube, es ist irgendwas Echtes, aber ich weiß es nicht. So, wir haben hier den Grabhügel in der Karte. Okay, es gibt, wenn ich das richtig deute, drei Runen. Wir brauchen ja nur eine. Aber wir kommen nicht an dem Baum vorbei. Okay, ich kann eine Menge Kampfmoves. Und ich scheitere schon am ersten Rätsel. Oh, wie habe ich denn das gemacht? Oh, Special Attack und so. Oh, aber sie kommt wieder. Okay.
Weg mit dir. Genau. Weiche der großen Kriegerin. Wir folgen mal dem Weg. Was haben wir denn jetzt hier oben? Okay, sind Blumen, die aufgehen. Schaden die mir? Nö, ne? Kannst aber auch nicht kaputt machen. Okay, die Pilze sehen nicht gesund aus. Wollten wir vielleicht mal durchgehen. Vielleicht heilen mich die Blumen auch. Okay, wir sind jetzt bei der ersten Rune, nehme ich mal an. Oder auch nicht. Ah, das wird wahrscheinlich ein Safe-Punkt sein. Bin ich jetzt schon an der ersten vorbei? Ja, scheint so zu sein. Da unten gibt es irgendwas. Irgendwas auf der Karte eingezeichnet. Ah, okay. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, das Ding wäre auf der Karte eingezeichnet, aber nee. So, dann gucke ich mich doch nochmal einen Moment um. Aber das in der Mitte bin gar nicht... Ne, das dieses Zeichnet ist... Also ich selber stehe nicht in der Karte drin. Das ist natürlich jetzt dezent speziell, weil ich gar nicht genau weiß, wo ich bin. Wir gehen einfach mal weiter, komm. Also... Vielleicht habe ich das ja noch gar nicht erreicht, was ich erreichen will. Soll ich mehr Schaden nehmen, um zu gucken, ob mich die Dinger heilen? Ja, cool. Da müssen wir doch bestimmt was machen. Mir erfrischt deinen Geist. Hinn helgi mímis brunnur, þar sem ég fórnaði auga mínu, mun endurnýja bæði líf þitt og krafta. Na gut, ich habe aber gar keinen Lebensverlust, aber trotzdem nett. Danke. So. Und jetzt? Sind wir jetzt hier in der Mitte vom Grabhügel? Ah, jetzt seht ihr, hier unten habe ich jetzt was aktiviert, ne? Bin ja an dem ersten Ding schon vorbeigelaufen. Eigentlich finde ich das ganz cool, dass ein Spiel ein bisschen was ausprobieren lassen und nicht stur Tutorials nach dem anderen raushauen. Also, auch wenn ich jetzt natürlich nicht weiß, was ich machen soll. Okay. Wir haben unsere Axt dort reingeschlagen. Und ich gehe jetzt einfach mal hier rechts lang, gucken, was passiert. Check. Wow. Uiuiui, hier wird's gefährlich. Ah. Ja, ich habe mich weggerollt. Sowas kann ich nämlich. Hi. Jetzt habe ich das erste Mal Schaden genommen. So sieht's aus. Jo. Geil, sehr viele Gegner. Aber sind auch schon weiter. Wahrscheinlich muss ich das alles aktivieren, kann das sein? Was ich da so finde. Und hier weiter. Mal gucken, ob wir hier so eine Art Rundweg gehen. Wir müssen jetzt ganz oben an der Karte sein, ne? Na, die heilen mich zumindest nicht. Wen haben wir denn hier? Mir hlotnast heilun goðanna. Heilsi þér, Frigg.
drottning Ásgarðs, geðja fæðingar og visku. Boah, ist aber eine Großkarte hier. Was haben wir denn da? Ein goldenen Apfel. Ich habe mehr HP. Auf ferðum þínum mun yðum, verndari gullnu eplana og eilífrar æsku aðstoða þig. Findu ávexti hennar til að lengja líf þitt. Okay. Schön. So, sehe ich, da oben habe ich noch was aktiviert. Ah ja, und da unten, ihr seht jetzt diese, diese Blümchendinger, die habe ich alle aktiviert. Ich glaube, das sind wirklich die Teile, auf die man drauf stand, die dann so geleuchtet haben. Und das untere und das rechte sind jetzt so weiß markiert und das linke ist noch grünlich. Das heißt, wir müssen da jetzt noch hin. Und dann können wir wahrscheinlich das in der Mitte aktivieren. Irgendwie so. Ja. Ja. Oh Gott, die zocken aber ganz schön viel ab. Kann ich jetzt eigentlich... Ah. Cool, ich kann meine... Ich kann diesen Segen da abrufen. Ich weiß gar nicht, kann ich diese Pilze eigentlich kaputt machen? Na, so natürlich nicht. Nö, irgendwie nicht. Okay, jetzt haben wir den letzten, ne? Máttur dísana ætti að rjúfa innsigli grafhugsins. Okay, das heißt, jetzt sollten wir schnellstmöglich, können wir doch hier rüber auch wieder zurückgehen, oder? Aufpassen, dass wir nicht zu viele von diesen Pilzen einatmen. Ja, rette dich mal ins Grün, Mädchen. Gab's da links noch was? Bin ja doch auch des Todes neugierig, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes gerade. Okay, ich weiß, hier geht's jetzt nicht in die Mitte. Ich will nur wissen, was es hier oben noch gibt. Okay, wir holen mal unsere Heilerin. Es ist nur ein Rundweg, ne? Kommen da wieder hoch. Und jetzt bei den Blumenstäben bin ich sicher, oder? Ja, danke. Immerhin. Okay, hier gibt es nicht noch was. Hier könnte ja sein können, dass hier noch irgendwo so ein Apfel ist. Und wir unser Leben noch mal ein bisschen verlängern können. Schadet ja nicht, Jürg. Dann halt eben hier wieder runter. Vielleicht nochmal hier links. Hier links gibt's auch nichts. Okay. Ich hab gesehen, da gibt's nichts. Ab ins Grün mit uns. So, und jetzt müssten wir doch das hier unten. Goðin ein vita hvað dvelur í þessum haug. Verstehe. Wir haben diese Siegel aktiviert. Okay, ist das ein Gegner oder ist das... Der greift uns an. Okay, es ist ein Gegner. Okay. Alter Mann. Großer alter Mann. Wieder auch der Kleider. Ich kann hier aufladen und dann... Aber dann entlädt sie sich nicht mehr. Okay, ich sehe, er wird immer größer. Wie er läuft. Ich sehe, wir sterben auch gleich schon. Ist das nicht toll? Wow. Autsch. Danke. So weit war ich jetzt auch schon. Dass es mir nicht gelungen ist, die Götter zu beeindrucken. Ja, war jetzt aber auch gar nicht so easy. So. Wir fangen hier wieder an, ne? Wir lassen den mal ruhen. Okay, wir haben
uns alle Segen schon gut. Wir können direkt in die Mitte laufen. Das ist doch schon mal gut, dass wir hier nicht sofort direkt bei Null wieder anfangen müssen, sondern mit voller Energie auch noch starten können. So, diesmal kriegt er aber auch direkt... Wir warten hier nicht erstmal ab, was das für ein komischer alter Mann ist. Die Musik dazu, ne? Der hätte jetzt auch, wirkt jetzt auch nicht so böse, wie man erwarten könnte. Also diese Aufladeattacke braucht aber halt echt ewig Zeit, ne? Autsch. Uiuiuiui. Dumm, 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 dumm. Magst du mir dich? Boah, ey, der hat aber auch eine riesen Reichweite gerade. Okay, hätte nicht gedacht, dass das direkt am Anfang schon so kompliziert wird. Habe ich ihn abgewehrt gerade? Kann ich ihn abwehren? Sag mal, ja, kann ich dich abwehren? Ja, nee, doch nicht. Ich habe falsch geguckt. Okay, ja, nee, wir müssen das ein bisschen geschickter anstellen. Ich fasse es ja nicht. Das ist Tutorial quasi und ich bin schon zweimal gestorben. Ich mag das Spiel. Ich mag es ja, wenn es schwierig wird, aber es ist fies. Hm. Okay, ich empfange ihn jetzt schon direkt hier vor dem Tür, vor dem Tor. So, du kriegst jetzt hier direkt, wenn du hier kommst. Eine Heilung verschenkt. Gut. Gut gemacht, Gummida. Ich wollte eigentlich testen. Kann man da nicht irgendwie... Sie lädt halt auch auf und dann kann man sich nicht mehr bewegen. Kann ich nicht auch schon... Ich habe hier aber auch keine Reichweite, ne? Wenn der so ausholt mit seiner Waffe, dann muss ich echt abhauen. Okay, wenn ich zwischen seinen Beinen stehe, sieht er mich nicht, oder? Ja, so macht man das. Man muss nur schlau sein. Dann geht das nämlich. Tadam. Möge diese Sydney Döde weiter an den Lern Fried. Ach, sind wir nett. Ja, ja, möge es dir Frieden bringen. Schon okay so. Und jetzt können wir mal deine Höhle angucken hier. Victory! Du hast gefunden, den Ruhm Jarvar. Skóarjötun sinn sem myndar held með náttúrunni. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungagap. So, wie kann ich denn das jetzt das eine oder das andere machen? Geht's da lang? Die Lehre, wir sind in Ginnungagap. Til að mæta hinum máttugu jötnum þarftu að finna rúnirnar sem eru faldar víðsvegar ríkin. Sigraðu jötnana og sannaðu þig fyrir goðunum. Ok. Bevor wir jetzt hier weiter dürfen, müssen wir dann die Rune hier holen wahrscheinlich. Oh, das ist doch die, die wir gefunden haben, oder?
so hübsch finde ich schon. Okay, wir sind jetzt hier. Jörð, rún uppskeru, frjósemi og jarðar. Dankeschön. Jörg, wie uns ist ein Auge folgt. Okay. Okay. Ja, nee, ist klar und so, ne? Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich hier schon sein sollte. Guten Tag, Frau dickbäuchige Lady. Aber ganz ehrlich sagen, so ganz logisch erscheint mir das Spiel doch nicht. Okay, wir hauen jetzt hier wieder ab. Okay, wenn es dabei bleibt, würde ich gerade sagen, ist es gar nicht so schwer. Jörg. Ja, die Frau hat eine Lotusblüte im Bauch. Jo. Kannst du nicht mal deine eigenen Pflanzen zerstören mit dieser Attacke? Okay. Das ist schon heftig gerade. Wie komme ich denn hier wieder raus? Okay, wir können die ja kaputt hauen, stimmt. Also das heißt, stimmt, ich wusste das gar nicht. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Okay. Machst du doch dahin! Nein! Nein! Ich bin tot! Okay. Yay und so. Also ich blick noch nicht so wirklich durch dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich da eigentlich gerade schaffe. Aber Spaß machen tut's trotzdem. Das ist ja das Witzige. Kein Peil und Spaß dabei so. Kann ich ja nicht schon direkt draufhauen. Wir gehen lieber mal weg. Ah nee, Quatsch, wir können sie doch direkt einmal hauen, oder? Sowas Hässliches, ey. Also. Oh, Scheiße, und sie hat mich auch noch voll erwischt. Also nichts gegen mollige, schwangere und keine Ahnung was, aber die ist echt hässlich. Ich muss früher los. Ich darf nicht so lange da irgendwie. Hier aber weg und so. Wir machen uns hier mal ein bisschen Luft. Muss ich dich jetzt erst noch mal erwischen oder? So bei den Blüten macht man das ja nichts aus, ne? Es ist wohl so schon so, dass man das Gelernte gerade anwendet. So, geht, ey. Ich muss dich noch mal dieser Phase des Kampfes erwischen oder was? Okay, nee. Weg, Rückzug. So. Und jetzt. Der Kram macht wenigstens am wenigsten aus. Okay.
Nein, 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 ich habe vergessen, mich zu heilen. Also ich will diese blöde Kuh jetzt noch besiegen. Zur Not schneide ich euch das noch ein bisschen zusammen. Ihr kennt das von Assassin's Creed Spielen, also die Leute, die schon länger hier mal reingeschaut haben. Ich spiele in der Regel immer so lange, bis ich das dann irgendwann kann. Und so, ne? Also. So. Jetzt macht sie das umgekehrt. Heilen wollte ich eigentlich noch nicht. Ach scheiße, ich bin zu Blume gemusst. Okay. Komm, schlag die Frau noch ein bisschen. Ach, scheiße. Wieder nicht geheilt. Mal erstmal so ein bisschen die Spielmechaniken raus hat, geht's eigentlich. Also wir sollten die jetzt relativ schnell erledigt kriegen. So, Bums. Bums. Und jetzt aber weg! Weg! Geh doch zur Blume. Wir versuchen uns den Weg schon mal ein bisschen. Nein, da habe ich nicht aufgepasst. Zu ebnen. Nein, jetzt habe ich die zweimal aktiviert. Das wollte ich gar nicht. Mich da jetzt nicht erwischt in der Mitte? Und wenn sie mich da nicht hat in der Mitte erwischt hat, kann ich da einfach bleiben? Okay, ich verliere da vorne kontinuierlich Leben, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, mag sein, dass ich jetzt ein bisschen stiller werde. Nicht wundern, das heißt, ich konzentriere mich. Kann ich das nochmal versuchen? Ja, danke. Weil ich nämlich gerade direkt geheilt habe, ohne dass ich teilen wollte. Also, aber wie schön, dass das Spiel direkt so eine Möglichkeit bietet. Also, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die hier so ein Mist baut.
So, ich glaube, wenn wir hier in der Seite stehen bleiben, passiert uns einfach gar nichts. Irgendwo hier so. So. Magst du hauen? Hau doch mal auf den Boden. Ich bräuchte so eine Fernkampfwaffe. Serious, ich soll jetzt erstmal ankommen? Na. So. Muss. Okay, ich sehe es ein. Mehr als zweimal schlagen ist blöd. So, jetzt kommt der Nebel, oder? Noch nicht. Ach nein, ich habe schon wieder aus Versehen heilen gedrückt. Ich weiß auch nicht so ganz immer, was die Buchstaben bedeuten, die ich dem Cola-Tutorial habe. Immer erstmal einen Moment überlegen. Was davon was war? Der Tentakel war weitaus weniger problematisch. Keine Ahnung, warum sie da vorne mir dann so viel Schaden macht. Das verstehe ich nicht so wirklich. Boah, es wird immer komplizierter. Kannst du mal aufhören, so viele von diesen blöden Dingern zu machen? Ja, klar. Na komm. Oh, wenn ich jetzt die Heilung noch hätte, die ich verkackt habe, dann hätte ich es jetzt geschafft. Aber nein, wir nehmen einfach mal die Heilung irgendwann, wenn wir sie gar nicht brauchen. Rage Mode und so. Ja, ich musste jetzt nochmal neu starten, weil ich habe natürlich den Endgegner gerade dann besiegt. wo es mir die Aufnahme zerhauen hat. Also, ich hatte keinen Speicherplatz mehr. Dö, so kann es gehen. Jetzt bin ich nochmal direkt von Anfang an angefangen und bin hier auf diesen Stein gestoßen. Sie selber sagt da irgendwas, das habe ich natürlich auch nicht drauf, von wegen Leute, die gegen irgendwas gekämpft haben. Aber ich glaube, das könnten eventuell die Entwickler sein. Finde ich jedenfalls cool, so die mal auf einen Stein zu meißeln im Spiel. Ja, ich werde jetzt jedenfalls diesen alten Knacker nochmal besiegen, um dann nochmal bei unserer geliebten Blumenkampf-Lady zu kommen, ne? Also, bis gleich. So. Können wir nochmal heilen. Und dann sind wir da auch schon wieder. Also. Jetzt beim zweiten Mal spielen habe ich wenigstens ein bisschen mehr zugehört und weiß jetzt auch, warum ich die besiege. Na, für Ehre und keine Ahnung was. Ihr habt das jetzt bestimmt auch schon mitbekommen, dass das alles seinen Sinn hat. Zuhören sollte man in so Spielen. Das ist ja nicht so meine größte Stärke. Wenn man das erste Assassin's Creed gespielt hat, hat sich
mein damaliger Freund drüber lustig gemacht, dass ich immer um die NPCs rumrenne und ihnen nicht zuhöre. Ja, so bin ich. Zuhören ist nicht meine Stärke. Deswegen mache ich auch Let's Plays, da kann ich nämlich die ganze Zeit reden. So. Ja, aber es hat das letzte Mal ganz famos funktioniert. Nur ein bisschen Übung und so. Ich glaube, viel mehr braucht es gar nicht. Hey, jo. Ne? Chuck. Jetzt aber dann auch mal weg hier. Und zwar auch weg hier. Ja, jetzt sind wir eh schon hier vorne. Jetzt müssen wir auch den Dunst aushalten. Wobei, das ist schon echt mächtig, ne? So vergiftet, wie wir gerade sind. Weiß ich. Wow. Endgame. Okay, da komme ich jetzt eh nicht mehr raus. Das ist natürlich jetzt auch hart hier. Jawohl. So, und diesmal habe ich sogar drauf. Ha, guckt euch das an. Da wird sie in der Mitte gespalten. Du hast Augen in ihr Hände, Gordana. Jawohl. Ich habe die Götter beeindruckt, so sieht's aus. Ég heiti Þóra og ég var fætt til að berjast. Nýju stormasömmum nóttum eftir fæðingu mína nefndi faðir minn mig eftir þrumuguðinum. Faðir minn var höfðingi þorpsins. Ásamt bróðu mínum og áhöfn þeirra. Sildi hann höfin á stærðarinnar langskipi og ávann sér bæði ríkidæmi og vegsemd. Mér var kennt að berjast á unga aldri. Viska móðu minnar, hugrekki föðu míns og sögurnar af goðunum veittu mér innblástur til að verða hinn fullkomni bardagamaður. Þegar ég hafði aldur til, gaf faðir minn mér mína ástkæru exi og lyfti mér borð í langskip sitt. Ja, und nun sind wir hier. Und so wie es aussieht, können wir jetzt hier in verschiedenen Gebieten weitere Runen finden, um weitere Gegner zu besiegen. Finde ich ja soweit ganz cool. Ich weiß nicht, kommen dann noch... Ach, hier kann man dann sogar noch weitergehen. Okay, hier haben wir die Besiegte. Von da kamen wir. Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, die Ecken, die werden wahrscheinlich verschlossen, weil ich hier noch nicht jemanden besiegt habe, ne? Den darf ich noch nicht besiegen. Ah, und da kann ich dann in die jeweiligen Welten gehen, um wahrscheinlich die Rune zu finden, um hier den nächsten Gegner zu besiegen. Ja, das machen wir aber heute nicht mehr. Ihr habt es geahnt. Ich finde, das reicht für den ersten Eindruck. Was sage ich zu dem Spiel? Ich persönlich finde es ziemlich hübsch. Ich finde die Musik gut. Ich mag auch die Stimmen, also die Synchro. Das hat auf jeden Fall alles was. Und es ist nicht einfach. Also es ist wirklich, also ehrlich gesagt, ich bin auch jemand, der ist jetzt nicht der totale Crack, wenn er was Neues spielt. Also ich bin nicht unbedingt jemand, bei dem man sich was abschauen kann. Aber ich würde nicht sagen,
dass es ein Spiel ist, wo jeder direkt am Anfang sagt, ach ja, puh, das mache ich mal so nebenbei. Also, aber das wiederum reizt mich ja. Ich mag so Spiele. Könnt mir jetzt vorstellen, auch noch ein Ründchen weiter zu spielen, aber ich habe ja voll das taffe Programm die Woche. Ich muss direkt mit dem nächsten Spiel loslegen. Sonst kann ich nicht mehr zu jedem Spiel ein Video machen. Das ist echt krass. Also, ja, aber es ist cool zu sehen, also jetzt mal so als Zwischenfazit, wie viele verschiedene Spiele es doch gibt und dass manche davon eigentlich echt gar nicht schlecht sind. Also verschiedene Genres und verschiedene Macharten. Stellenweise ganz verschiedene Themen, auch wenn wir jetzt hier schon wieder Valhalla haben, aber ich mag Valhalla, why not? So, also gut, dann hoffe ich, ihr seid das nächste Mal wieder mit mir dabei und ich wünsche euch wie immer bis dahin alles Gute, macht's gut. Ciao!